Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wir sprechen heute mit Michael Hüter über die Themen Transhumanismus, Frühsexualisierung der Kinder und staatliche Obhut und staatliche Kontrolle der Erziehung unserer Kinder. Herzlich willkommen, Herr Hüter. Hallo, Herr Hopf. Bevor wir direkt mit den Fragen losstarten, ich bin schon sehr, sehr gespannt darauf, das muss ich gleich sagen, auch an die Zuschauer, wenn Sie das für wichtige Inhalte empfinden. Und ich meine, das ist ein extrem wichtiges Thema. Teilen Sie dieses Video, kommentieren Sie dieses Video, so helfen Sie dem YouTube-Algorithmus, das an möglichst viele Leute rauszutragen. Ich möchte ein paar Worte zu Ihnen vorher sagen, bevor wir gleich mal ins Thema reinstarten. Herr Hüter, Sie wurden 1968 in Kärnten, Österreich geboren und studierten später in Salzburg Geschichte, Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte. Dazu waren Sie bis 2012 als Pianist und Komponist aktiv. Nachdem Sie jahrelang, ich zitiere, eine der bestürzendsten Justizaffären, die Österreich je erlebt hat, eng verfolgt haben, schreiben Sie das Buch Krieg gegen Väter, das Drama eines Scheidungskindes, das 2014 im Kral Verlag erschien. 2020 folgt nach grundlegender Vertiefung und Erweiterung eine Neuveröffentlichung dieses Werkes unter dem Titel Ich will zu dir, Trennungskinder, Muttervergiftung, Staatsterror. Das ist ein harter Titel. Ihr Buch Kindheit 6.7, eine Geschichte der familialen Sozialisation, Kindheit, Erziehung und Beschulung des Menschen, das erstmals im April 2018 erschien und bis September 2022 bereits seine 9. Auflage erreicht. Gilt inzwischen als Grundlagenwerk im Bereich der Kinderforschung. Dort betrachten Sie die gesellschaftlichen Bedingungen für das Aufwachsen von Kindern äußerst kritisch und setzen sich für eine Reform der Bildung und Erziehung ein. Als Vater von 3 Kindern fließen in Ihre Arbeit sowohl fachliche Expertise als auch persönliche Erfahrungen ein. Starten wir mal mit dem Kontext. Die letzten Tage redeten gerade einige Medien über die schallende Ohrfeige, die sich Deutschland mal wieder in der neuesten PISA-Studie eingefangen hat. Und der Ruf nach Reformen wird laut. Der Staat soll mehr investieren, bessere Schulen, mehr Lehrer, mehr Betreuung, mehr Kitas. Kinder sollen am besten direkt von der Brust der Mutter weg in professionelle Erziehung und Versorgung durch Tagesstätten und dergleichen eingebettet werden. Jetzt ist es ja aber kein Geheimnis, dass die überwältigende Zahl der Menschen, die in der jüngeren Geschichte der Menschheit Herausragendes für den Fortschritt geleistet haben, fast alle entweder massive Probleme im Schulsystem hatten, die Schule abbrachen oder von vornherein nur privat beschult wurden. Das ist ja, glaube ich, anders zu Österreich. In Deutschland, meines Wissens nach, darf man gar nicht privat beschulen. Ich denke da, was die private Beschulung und den Schulabbruch und die Probleme mit dem Schulsystem zu tun hat, an Namen wie Albert Einstein, Steve Jobs von Apple, Bill Gates, Thomas Edison, Walt Disney, John D. Rockefeller oder Henry Ford, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Herr Hüter, wie kommt es denn eigentlich, dass eine derart hohe Zahl extremst erfolgreicher und herausragender Menschen der Geschichte und Gegenwart nie Teil von diesem Schulsystem waren, das wir heute für so unglaublich wichtig halten? Das war jetzt sehr viel, Herr Hopf. Ich versuche jetzt einmal gleich da möglichst direkt zu antworten. Wobei es, wie Sie richtig sagen oder anschneiden, im Grunde genommen ein historisches Problem ist, das wir haben. Ja? Oder sagen wir mal so, wie die Dinge sich im Laufe, vor allem nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkriegs, entwickelt haben. Ja, wie Sie wissen, ich bin ja Historiker und mit dem Schwerpunkt Kindheitsforschung. Und Sie haben mal als allererstes, bevor wir mal zu den berühmten Persönlichkeiten der europäischen oder der westlichen Welt kommen, die Herausragendes geleistet haben, kommen wir mal zur PISA-Studie, die Sie angesprochen haben. Das ist ja nicht wirklich was Neues. Ja? Für die, die es jetzt das erste Mal lesen, ja wieder mal so schlecht, ja. Nur das geht seit Jahren, um nicht zu sagen, fast seit Jahrzehnten so. Ja? Einmal abgesehen davon, dass ich kein Freund von PISA bin, weil diese PISA-Studien sind nicht wirklich dazu eingeführt worden,
um sozusagen wirklich die Kompetenzen und das Leistungsniveau von Kindern zu messen, sondern eher, ich sage jetzt einmal, einen sehr verzerrten internationalen Konkurrenzdruck zu entfachen. Ja, zu diesem Thema hat der österreichische Dokumentarfilmer Erwin Wagenhofer einen sehr beachtlichen Film auch gemacht mit dem Titel Alphabet. Ja, so, aber schauen wir mal die Forderungen an, die praktisch fast notorisch nach jeder PISA-Studie sind, ist es immer das Gleiche, das von politischer, medialer Seite gefordert wird. Ja, mehr Krippenplätze, noch mehr Schule, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, noch mehr Lehrer. Es sind immer die gleichen Forderungen auf ein immer gleiches Problem. Da könnte man doch sich mal fragen, ob man nicht mal etwas anderes fordern sollte. Und ob die Probleme nicht vielleicht wo ganz woanders liegen, als sie ständig propagiert werden. Ja? Das wäre irgendwie so, wenn Sie jetzt zum Arzt gehen mit einer Verletzung und er gibt Ihnen jetzt nur ein ganz banales Beispiel, eine gewisse, verschreibt Ihnen ein Medikament oder eine Salbe und mit diesem Medikament wird es aber immer schlechte Ihre Wunde. Werden Sie dann, wenn der Arzt sagt, Sie müssen nur noch immer weitermachen, irgendwann wird schon heilen, machen Sie dann weiter? Man sollte es nicht tun, Herr Aber Hüter. Nicht, das, wenn ich, genau. ja, Aber ich würde da genau das. nur, weil mir da gerade etwas eingefallen ist dazu, weil das perfekt passt, diese Verhaltensweise. Wir sprachen ja vorher kurz von Albert Einstein. Ich glaube, der wurde mal damit zitiert, dass er sagte, es ist die Definition von Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja, so ist es. Und genau das haben wir wieder. Wir sind gerade wieder so, und das ist in Europa nicht das erste Mal in einer historischen Epoche, wo quasi der Wahnsinn zur Normalität wird, wo die Irrationalität und Ideologie und eine ganze Menge Dinge über, sage ich jetzt einfach mal, den gesunden Menschenverstand oder wirkliche Befunden oder Analysen gegenübersteht. Und nehmen wir nur noch ganz kurz zu PISA. Nehmen wir doch nur diese eine Anforderung, mehr Lehrer. Aber wo sollen die herkommen? Der Lehrer- und Pädagogenmangel in Deutschland ist kontinuierlich seit 20 Jahren immer größer werdend. Da müsste man sich einmal fragen, wieso gibt es überhaupt keine Lehrer? Wieso wählen die überhaupt diesen Beruf kaum mehr? Wie sind die Bedingungen dort? Etc. Ja, in Wahrheit ist doch dieses ganze System kaputt. Es ist Sie kaputt sagen es. und es ist auch nicht mehr reformierbar und änderbar. Und damit kommen wir jetzt zu meiner Arbeit, zu meiner Kernarbeit. Ja, ist nämlich eine Frage, weicht man in nahezu allen westlichen, vor allem westlichen, hochindustrialisierten Ländern aus, ist dieses Schulsystem, das wir noch haben, überhaupt noch geeignet für das 21. Jahrhundert? Brauchen wir es in dieser Form überhaupt noch? Und damit komme ich jetzt einmal zur Geschichte. Ja? Oder schauen wir doch einmal zurück. Was die Mai Ich habe 2018 wurde mein Buch Kindheit 6.7, meine sozusagen Geschichte der Kindheit veröffentlicht. Und weil diese Entwicklungen, die Sie da gerade ansprechen, ja schon sehr lange sind und immer schlechter werden die Befunde, ja, und sich nichts ändert, habe ich mir mal die Frage gestellt und vor allem durch das, dass ich ja selber auch Vater bin, und selber im Kontakt vor allem mit anderen Elternteilen sehen konnte, wie immens groß das Unbehagen ist und wie da eigentlich gar nichts mehr wirklich zusammengeht, habe ich mir gedacht, okay, warum schaut da eigentlich keiner tiefer? Warum werden immer nur die ewig gleichen Argumente und Debatten geführt, während doch gleichzeitig alles schlechter wird? Ja, also wo liegt da der Wurm? Und
Damit komme ich jetzt einmal zum Wichtigsten, was die meisten Menschen, Eltern heute, unserer Generation, ein Problem ist, dass ich sage mal, wir derzeit wahrscheinlich hier in Europa in der ersten wirklich ahistorischen Generation leben. Die meisten Menschen durch diese 70 Jahre Frieden, Wohlstand etc., und das ist ja grundsätzlich auch gut so, ja, haben die meisten oder sehr viele Menschen einfach vergessen, was war zuvor. Und dass das alles auch kein Naturgesetz ist. Frieden und Wohlstand kann auch vergehen. Daran arbeiten wir ja auch in höchstem Maße aktuell, damit es vergeht. Ja, und warum wurde eigentlich, was war die Idee eigentlich der Massenbeschulung? Wie kommt das überhaupt zustande? Welche Mythen oder Erzählungen stehen da eigentlich dahinter? Und die Schule wurde ja letztendlich, oder da unser Schulsystem, ich mache das jetzt, versuche jetzt so kurz wie möglich zu machen, verdanken wir eigentlich verdanken unter Anführungszeichen der katholischen Kirche. Als die katholische Kirche im 14., 15. Jahrhundert, die ja weltliche und religiöse Macht in Europa hatte, ja, die braucht ein immer, die hatte ein Problem, sie hat den Bedarf, den immer größer werdenden Bedarf an Priestern zu decken. Und es ging sozusagen um den Systemerhalt. Um für die Ausbildung, die effizientere und größere der Geistlichen zu sorgen, wurde das sogenannte Kolleg gegründet. Na, wenn man das so übersetzen würde ins heutige Sprache, also das ist die Vorform des Gymnasiums. Das war eine Schule von 10 bis 18-Jährigen. Das ist die Urzelle des westlichen Bildungssystems. Ja? Und natürlich wurde dann erweitert und die katholische Kirche hatte schon natürlich auch einen gewissen Bildungsanspruch. Ja, aber in erster Linie ging es darum, aus den Menschen einen guten Christen zu machen und dafür zu sorgen auch, welche Inhalte vermittelt werden und weitergetragen werden. Und jetzt mache Richtig. ich, ja, es gibt ein ganz, ganz ausführliches Kapitel zur Geschichte der Schule über die Jahrhunderte, ja. Ich mache jetzt, das will ich jetzt in dem Interview nicht weiter ausführen, ja. Jetzt mache ich einmal einen Sprung. Als dann die katholische Kirche in Europa ihre Macht verloren hat, also ihre weltliche Macht und die Staaten säkularisiert wurden, ja, und das Bildungssystem sozusagen in staatliche Hand ging, ja, das war in jeweiligen Ländern Europas zeitlich unterschiedlich, ja, haben die nun säkularisierten Staaten dieses Bildungssystem übernommen, obwohl die Kirche ja zu diesem Zeitpunkt, siehe Nietzsche, Gott ist tot, ja vielen Menschen schon verhasst hat, wegen ihrer Doppelmoral etc. etc. Ja. So, aber warum hat man dann von genau denjenigen Menschen, die man loshaben wollte, das Bildungssystem übernommen? Weil die nun weltlichen Herrschenden eines schon verstanden haben über die Jahrhunderte. Die Schlüssel zur Macht sind der Zugriff auf das Kind. Man hat nur oben die Ideologien ausgetauscht, ne, und die Inhalte. Den Rest hat Also man die beibehalten und sogar noch eines, was Disziplin und Gewalt in der Schule betrifft, im 19. Jahrhundert nur noch eines sogar noch draufgehaut. Richtig, Ja? genau, ja. Also, um das kurz abzuschließen, in dem, was wir bilden, das staatliche Bildungssystem, da ging es über die Jahrhunderte nie vorrangig um die Bildung des Menschen, um da kreative, gesunde, selbstbewusste, bildungsfreundliche, wissensbegierige Menschen zu schaffen. Darum ging es dort nie. Das ist ja ein Mythos nur, der über eben unser Bildungssystem, das staatliche, immer wieder weitererzählt wird. Und jetzt springe ich zu Albert Einstein und Co. 80 und ich sage jetzt mal, der Anachronismus oder eigentlich der Witz, ist eigentlich ein Treppenwitz der Geschichte, wenn man das so lapidar formulieren mag. 80% aller herausragenden Persönlichkeiten der
Menschheitsgeschichte, die Positives geleistet haben in Kunst, Wissenschaft, Ökonomie etc. Also in allen jenen Bereichen, die ja die vorüber, also über einige Zeit ja auch Europa oder der westlichen Welt diese Vormachtstellung gebracht hat. Ja. 80% dieser Persönlichkeiten waren entweder Kurzbeschult, Studienabbrecher, Schulenabbrecher oder überhaupt nicht beschult. Und zwar durch bewusste elterliche Entscheidung, die sich eben geweigert haben, aus welchen Gründen auch immer, ihr Kind in diese Schulen, zuerst die kirchlichen Lateinschulen und später dann die preußischen und sonstigen Schulen hineinzugeben. Weil es immer schon Eltern gab, die so schlau waren, sage ich jetzt mal ganz salopp, ja, erkannt zu haben, Moment einmal, aber dort geht es doch nicht um Bildung. Ja? Und zu diesen Persönlichkeiten, gleich Herr Hopf, und zu diesen Persönlichkeiten gehören eben zum Beispiel das bis dato größte Genie des Abendlandes, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci war keine einzigen Minute weder in der Kita, in der Krippe, noch in irgendeiner Schule, noch an der Universität. Jetzt werden manche Eltern sagen, vielleicht die dieses Interview hören, naja, damals im 16. und 15. waren auch immer der gelebt, naja, gab es ja da. Nein, nein. Wenn man da nämlich tiefer gräbt, sein Vater war ein erfolgreicher Notar in Florenz. Und es war, hat ein Landgut in Vinci, in dem kleinen Dorf, außerhalb von Florenz, 30 Kilometer, glaube ich, entfernt. Und er hatte mit einer Bauernmagd, die auf dem Landgut arbeitete, sozusagen ein Verhältnis, eine außereheliche oder voreheliche Beziehung. Standesgemäß zu der damaligen Zeit, ja, war es ein No-Go, dass die heiraten. Und jetzt kommt das Spannende, ne? Aber beide Eltern, was damals nicht selbstverständlich ist, entschieden sich zu 100% für das Kind und standen. Also auch der Vater unterstützte die Mutter weiter, er sah das Kind regelmäßig, ja. Aber da Vinci wuchs im Dorf, in einem winzig kleinen Dorf, landwirtschaftlichen Dorf auf und saß jeden Tag, hatte die Zeit und die Muße, weil man ihn in Ruhe ließ und nicht glaubte, man musste ihn mit Frühpädagogik beträufeln. Schaute dem Wasser am Bach zu und dachte sich, diese Bewegungsabläufe, da muss doch irgendwas dahinter liegen. Ne? Ich verkürze jetzt einmal da Vincis Geschichte. Ja? Nur, weil wenn die nämlich heiraten konnten, dann wäre er nämlich sehr wohl in die Schule gegangen, weil sein Vater nämlich erfolgreicher Notar war. Und da war es in der Schicht absolut, also das Erste, dass das Kind in eine Lateinschule kam. Also da Vinci rettete die Beschulung, die Tatsache, so absurd das klingt, dass er ein außereheliches Kind war. Und er wurde dann später als absolutes Universalgenie bekannt. Und ich glaube, das ist noch nicht mal voll ergründet. Also das ist einfach nur unglaublich. Die Person alleine könnten wir stundenlang besprechen. Ohne mich da in keinster Weise auch nur auf 50 Seiten in die Richtung zu bringen, will ich dabei nicht unerwähnt lassen, dass ich selber der wahrscheinlich miserabelste Schüler war, den sie je untergekommen bin. Ich bin mit Oberschulamt Sonderlizenz, durfte ich ein drittes Mal eine Klassenstufe wiederholen. In Deutschland ist es eigentlich so, wenn sie zweimal wiederholen, dann dürfen sie nie wieder beispielsweise auf dem Gymnasium. Ich hatte tolle Ausreden gefunden, dafür miserable Leistungen bei der Schule und durfte das ein drittes Mal, bevor ich dann auch von dieser Schule fiel. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen einzigen Tag eine Universität von innen gesehen, im Gegensatz zu Ihnen. Und es ist trotzdem leicht etwas aus mir geworden. Und ich glaube, das, was ich dabei mitgenommen habe, das Wichtigste, nicht ins schulische System gepasst zu haben, ist kritisches Denken. Ich bin grundsätzlich sehr, sehr kritisch allem gegenüber, was mir von staatlicher Seite kommt, was mir auch von der schulischen Seite herkommt. Und ich denke, das ist, wenn ich das aus der eigenen Erfahrung wiedergeben darf, kritisches Denken, nicht einfach nur der Masse nachlaufen, ist etwas, das man eher bekommt, wenn man nicht durch das gesamte schulische System und dann vielleicht auch das später weiterführende System durchläuft.
Es gibt ja seit Jahrzehnten, seitdem es die Schule gibt, seit Jahrhunderten, ich habe das ja auch in meinem Buch einmal aufgeführt, seitdem es die Schule gibt, gibt es eine Schulkritik. Die Schule hat nie, nicht einmal eine 80-prozentige Zustimmung unter der Bevölkerung erfahren. Im 16., 17., 18. Jahrhundert, das war über Jahrhunderte ein harter Kampf. Die Eltern haben sich gewehrt, die breite Masse ihre Kinder in die Schule zu geben, was die wenigsten wissen. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es Schüleraufstände massive in Europa. Eine der letzten, ja, wo das waren schon Ältere, also glaube ich, also Gymnasiasten, Highschool oder irgendwo in England, gewaltvolle Schüleraufstände, also wo die Schüler mit Gewehren und Bajonetten in die Schule gegangen sind, die Lehrer zum Teufel gejagt haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Schule hat nie 100, nicht einmal 80%, nicht einmal phasenweise 50%ige Akzeptanz gehabt. Ja? Sofort, Herr Hopp. Und jetzt nochmal, ich will zuerst, bevor man, warum eigentlich die Schule auf das Denken, weil Sie von kritischem Denken sprechen. Ja? Ich wollte nur mal kurz zu Da Vinci und Co. zurückkommen. Eine der größten, es gibt ja nicht nur Da Vinci. Deutschland ist ein Land ehemals, das eine lange Liste an herausragenden Wissenschaftlern, sogenannten Dichter und Denkern und auch Erfindern hervorgebracht hat. Johann Wolfgang von Goethe Jawohl. ging gerade mal 2 Jahre zur Schule, als die Eltern gesehen haben, Moment mal, das wird nichts. Und ihn herausgenommen haben. Der Rest über Goethe ist bekannt. Die Humboldts, zwei der größten Naturwissenschaftler Deutschlands, wurden ebenso von Hauslehrern unterrichtet. Karl Marx, wechseln wir mal auf eine völlig andere Seite. Ja? Kam durch bewusste elterliche Entscheidung erst mit 12 Jahren zur Schule. Er war gerade mal 4 Jahre in der Schule, einer der größten visionären Denker des 19. Jahrhunderts. Alfred Edison, einer unstrittig größten Erfinder der Menschheitsgeschichte, war Ganz ein paar klar. Monate in der Schule, ist der Lehrer zu seiner Mutter, die Mutter in die Schule zitiert und hat gesagt, liebe Frau Edison, aber das mit Ihrem Sohn, das können wir vergessen, das ist ein Vollidiot. Und die Mutter hatte so viel Stolz, eine arme Frau, dass sie gesagt hat, bevor ich da weiter zuschaue und mein Kind davon irgendjemand, der glaubt, sagen zu können, wie dumm oder blöd mein Kind ist, mein Kind erniedrigen zu lassen, dann soll er lieber als armer Straßenjunge in Stolz und Würde sein Leben verbringen, als weiter da drin. Was weiter aus Alfred Edison wurde, ist allen bekannt. Albert Einstein hat mit 3 Jahren noch nicht einmal sprechen, noch nicht gesprochen. Heutzutage würde ein Kind mit 3 Jahren, so etwas wird es gar nicht mehr geben, der hätte x Therapeuten hinter sich. Ja, also um diese kurzen Beispiele, was ist da eigentlich über die Jahrhunderte passiert? Und das rollten sich. Ja, mein Buch hat 380 Seiten, ein 92-seitigen Quellenverzeichnis. Ja, unser Bildungssystem baut auf 2 Dingen auf Mythen und Erzählungen. Ja, und auf einer Tatsache, dass wir die Konsum- und Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten so massiv ausgedehnt haben, dass die Schulen eigentlich und die Kindergärten primär zu Betreuungseinrichtungen wurden, anstatt zu Bildungseinrichtungen. Jawohl. Ja? Und da liegt eben, wie gesagt, so vieles, was diskutiert, besprochen und verändert werden müsste. Und es sind aber nicht genau die Dinge, die nach jeder PISA-Studie aufs Neue gefordert werden. Herr Hüther, Sie hatten vorher eine
ein Zitat hervorgebracht, das ja auch Ihnen zugeschrieben wird. Ich möchte noch ein weiteres hinzufügen. Erstens, die Schlüssel zur Macht sind der Zugriff auf das Kind und dann, die größten Verbrechen der bisherigen Menschheitsgeschichte erfolgten nicht in oder aus zivilem Ungehorsam, sondern in zivilem Gehorsam. Das sind beides Zitate von Ihnen. Wollen Sie damit andeuten, dass einige der schrecklichsten Perioden der Menschheitsgeschichte erst durch das moderne westliche Schulsystem ermöglicht wurden? Ja, aber das wäre zu kurz nur Schulsystem. Welches Menschen- und Weltbild haben wir überhaupt? Was ist Erziehung? Und hat Erziehung und Bildung, sind das Dinge, die überhaupt zusammengehören? Das sind Fragen, die sich kaum jemand mehr stellt. Mit unserem Bildungssystem, unserem westlichen, also das, was ja auch eine Erfindung leider vor allem Europas ist, das ist nämlich die Idee, die entstand nämlich genau zur selben Zeit, im 15. 16. Jahrhundert, dass der Mensch erzogen werden müsste. Auch das verdanken wir unseren weltlichen Vorherrschern in Europa der katholischen Kirche. Irgendwann hat man gemerkt, dass das so wie der Mensch, die wollen nicht richtig gute Christen werden. Das funktioniert nicht so richtig. Und da kam irgendjemand mal auf die Schnapsidee und hat sich gedacht, dann fangen wir doch früher an. Fangen wir doch bei den Kindern an. Das war die Geburt und die Idee von Erziehung überhaupt. Mhm. Ja? Also, worum ging es aber auch da wieder? Den Menschen, die herrschenden Ideologien, Religion, Wertvorstellungen, was auch immer, möglichst früh durchzusetzen. Ja? Und das ist aufs Engste seit jeher auch mit dem System Schule und Bildung unter Anführungszeichen verknüpft. Und das aufrechtzuerhalten über die Jahrhunderte, kam der Gehorsam ins Spiel. Ja? In erster Linie der berühmte oder sehr bekannte amerikanische Schulkritiker John Taylor Gatto hat es einmal in seinem Buch Dumping Us Down so schön, wirklich wie kaum jemand anderes, sichtbar gemacht. Das eigentliche Problem unserem Bildungssystem ist nicht, was dort gelehrt wird, unterrichtet wird oder nicht, sondern was er nennt der geheime Lehrplan. Was passiert mit dem Menschen, wenn er so lange in diesem System ist? Und die Schule erzieht vor allem gehorsame Menschen, weil um dieses System durchlaufen zu können, erfolgreich, habe ich vor allem nur eines gelernt. Aufzuhören, selber zu denken. Ich habe aufgehört, Fragen zu stellen. Ich habe gelernt, wenn ich Befehle ausführe, dann komme ich weiter, etc. Ja? Das ist ja alles seit Jahrzehnten längst aufgearbeitet. Und ab dem Moment, wo unser westliches Bildungssystem so ausgebildet war, wie es jetzt ist, ja, also so ab 1890, 1900, ja, 30 Jahre später, taucht erstmals in der Geschichte erst der Totalitarismus und Faschismus auf. Mhm. Herr Hüther, wenn ich dazu gleich... Beides wäre nicht möglich, wenn es nicht diese hohe, schon lange und verinnerlichte Gehorsamskultur unter Anführungszeichen gäbe. Da spricht man ja dann auch von Formung, also den Menschen formen. Ich erinnere da an eine Rede Adolf Hitlers, es muss der Reichsparteitag in Nürnberg gewesen sein, wo er sagte, der deutsche Junge von morgen, er soll sein wie zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl und flink wie Windhunde. Das ist also ein Formungsbild gewesen. Man will sie regelrecht wie der Bildhauer oder der Steinmetz, der sich quasi ein Antlitz herausschlägt. So wollte man die Erziehung und die Bildung quasi in eines Menschen regelrecht formen. Das ist dann im Totalitarismus gewesen. Ja, aber das fing viel früher an. Die bauen ja nur darauf auf. Die haben nur eins draufgesetzt.
Übrigens, weil die Schulpflicht angesprochen haben in Deutschland. Es ist ja auch faszinierend, dass man in Deutschland, weil wir jetzt von Privatbildung sprechen, die in Deutschland ja verboten ist. Ja? Also ich habe selber Korrekt. mein, ich hab zwei Kinder aus erster Ehe, die das Schulsystem komplett durchlaufen haben. Und mein jüngster Sohn, mittlerweile aber auch schon 16,5 Jahren, wächst unbeschult auf. Ja? Was in allen europäischen Ländern bis in Deutschland möglich ist. Und das eigentliche Anachronismus ist, dass in Deutschland man keine Nazi-Vergleiche an den Tag legen darf, dass jeder Maßnahmenkritiker als Nazi beschimpft wird, die rigorose Schulpflicht und Gebäudeanwesenheitspflicht wurde 1939 von einem Herrn Rust, also von den Nationalsozialisten eingeführt, weil eben die großen freien Geister Deutschlands eben nicht zur Schule gingen oder kurz ein großer Teil. Und ein Nazi, das ist, sorry, aber das ist ein Nazi-Gesetz. Eines der wenigen, die man, an denen man seit 70 Jahren festhält. Was ja auch Sinn macht. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wir erkennen ja als deutsches Volk selbst, dass die Haupttugend bei uns nun die Naivität geworden ist, ja? Was auch immer als Leitlinie ausgesprochen wird, der Deutsche folgt treu doof, wie er das wohlgemerkt damals auch schon gemacht hat, in den Kolonnen eben den Nationalsozialisten, und er folgt heutzutage auch, ob es Migrationskrise war, wir akzeptieren das, weil man erzählt uns, das sind alles wichtige Fachkräfte, Hochschulprofessoren der Universität von Damaskus, die zu Millionen in unser Land reinströmen wollen. Dann war es die Corona-Krise, alle Menschen, alle Beschränkungen, die eingeführt wurden, all das im Namen der Gesundheit. Und jetzt ist es quasi, wir haben eine Abfolge von Situationen, die ablaufen, die uns erklärt werden. Der Deutsche erfolgt einfach. Nicht alle, wohlgemerkt. Es gibt auch ein paar Millionen, die folgen nicht. Das sind die Menschen, die jetzt als Rechtsradikale bezeichnet werden. Aber in großen Teilen folgt der Deutsche einfach blind. Also ich komme eigentlich aus der Totalitarismusforschung. Das war mein Schwerpunkt in meinem Geschichtsstudium. Ja? Ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Hannah Arendt, der Totalitarismusforschung, die ich eine der wichtigsten Intellektuellen Europas halte, des 20. Jahrhunderts. Ja? In Deutschland spricht man, wenn man von Faschismus oder Totalitarismus spricht, gerne immer über den Nationalsozialismus. Ja? Richtig, das war ein totalitaristisches System, aber den gab es ja auch Kein sozusagen auf der Linken. faschistisches. Ja, das gab es ja Ja. aber auch zu dieser Zeit auf der anderen Seite, auf der sozusagen linken Ideologieseite, nämlich den Stalinismus und den Kommunismus. Ja, Klar. China ist auch ein totalitaristisches Land. Ja, und aber sie sind alle vor allem eines nicht. Dem wirklich wahrhaft demokratische Länder. Egal, ob diese Ausformungen mit linker oder rechter Ideologie ausgebildet werden, wollen wir irgendwann wirklich wahrhafte Demokratien? Das ist doch die Frage, die sich jetzt meines Erachtens so dringlich wie noch nie stellt. Ja? Und was dem Ja. auf jeden Fall als allererstes im Wege steht, das ist unser Bildungssystem. Wenn man nur mal, das war aber in Russland nach dem Stalinismus das Gleiche. Das Hauptargument in den sogenannten Nazi-Prozessen, in den Nürnberger Prozessen und so weiter, war bei den Angeklagten, aber sie haben doch nichts Unrechtes getan. Sie haben doch nur Befehle ausgeführt. Und es haben doch alle gemacht. Und wo lernt man das zutiefst von unten auf 18 Jahre lang? In dem, was wir Bildung nennen. Aber das hat mit Bildung nichts zu tun, weil der Mensch kommt auf die Welt. Jedes Baby braucht keinen Pädagogen oder Lehrer und lernt als erstes alleine das Schwierigste, was es auf dieser Welt gibt, nämlich die Sprache. Und zwar alleine. Durch Nachahmung. Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt, würde man die Kinder sofort wachsen lassen, wie sie sich andeuten, wir hätten lauter Genies. In Wahrheit
ist doch unser Bildungssystem, und das war es immer, egal wer das Monopol darüber hatte, vor allem dazu da, die herrschende Ideologie durchzusetzen. Und warum hält man, obwohl das Ergebnis immer in der westlichen Welt von Jahr zu Jahr und Jahrzehnt zu Jahrzehnt schlechter wird, trotzdem dran fest? Weil, und jetzt komme ich auf mein Zitat, die Schlüssel zur Macht sind der Zugriff auf das Kind. Seitdem wir die letzten 100 Jahre, seitdem wir nämlich dieses Bildungssystem haben, können Sie jede Ideologie binnen 30 Jahren durchsetzen. Das war davor Faktum historisch nicht möglich. Die katholische Kirche hat 1000 Jahre gebraucht, um die religiöse und weltliche Macht durchzusetzen. Heute geht das binnen 30 Jahren. Aufgrund, aber nur ausschließlich, aufgrund dieses Bildungssystems. Das ist hochinteressant. Es ist wirklich grundsätzlich sehr absolut interessant und faszinierend für mich, was Sie sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Eltern, die das hören, sich gerade auch Gedanken machen, ob Deutschland im aktuellen System, wo eine außerschulische Bildung, also das Herausnehmen des Kindes aus dem Schulungssystem, nicht möglich ist, ob Deutschland nach wie vor ein Land ist, in dem man seine Schule, in dem man sein Kind durch dieses Indoktrinierungssystem führen möchte. Kommen wir mal zu einer weiteren interessanten Aussage, die ich neulich in einem Vortrag von Ihnen gehört habe. Und ich fand sie wirklich schier unglaublich. Sie sagen Folgendes: Die Analphabetisierungsrate in vielen westlichen Ländern wäre heute wieder so hoch wie am Anfang der industriellen Revolution vor 150 Jahren, nämlich bei 18 bis 20%. Können Sie das mal näher erläutern? Weil damit sind wir ja bei PISA und Co. und bei unserem Schulsystem. Einer der Mythen, warum alle Eltern brav ihre Kinder in die Schule geben, ja, ist, weil doch angeblich, das ist eine der wichtigsten Dinge, wir sind nun noch mal eine Kultur, oder waren, würde ich jetzt einmal zynisch sagen, eine große Kulturnation Europa. Davon, das wird ja gerade zertrümmert, ja. Aber lesen und schreiben, und das wollen ja auch alle Eltern, dazu braucht es die Schule. Stimmt aber überhaupt nicht, weil, wie gesagt, Goethe und Co. auch lesen. Und genau das wird aber seit Jahren und seit Jahrzehnten immer schlechter. Und die Mythos, warum das überhaupt durchgesetzt wurde, so breit war ja, weil früher hatten wir so viele Analphabeten und nur die Gebildeten, die lesen und schreiben konnten, so unser Schulsystem vereinfacht, die Erzählungen, ja. Dank der Beschulung, so konnten endlich alle Menschen erfolgreich, glücklich, wohlhabend gebildet werden. Das ist verkürzt die Erzählung unseres westlichen Bildungssystems. Die Realität ist ja, wie gesagt, eine andere. Lesen und schreiben kann jeder oder lernt jeder früher oder später, mehr oder weniger sogar alleine im Übrigen. Ja? Dazu braucht es mal grundsätzlich die Schule nicht. Weil sonst hätte es ja diese unbeschulten Genies nicht gegeben. Wenn nur die Schule Lesen und Schreiben vermitteln, wenn sie nur dort das lernen, und jeder, der mehrere Geschwister hat, ja, die enger beieinander sind, ja, weil Geschwister, was ja heute auch immer seltener wird, ja, weil es ja kaum mehr Kindfamilien gibt, ja, weiß, dass das Jüngste oder das unten nachkommt, ja, viel schneller ist als das Erstgeborene und die Dinge einfach mehr oder weniger scheinbar von alleine lernt. Ja, warum? Weil er das durch Nachahmung lernt. Und weil der Mensch wissen will, das steckt drinnen im Menschen. Ja? Der will so werden, wie es er größer ist. Und wenn der schon lesen und schreiben kann, dann will er das einfach auch. Ja? Es gibt Kinder, die lernen, können schon mit 3, 4 ansatzweise lesen und schreiben, ja, seltenen Fällen früher. Und manche machen es erst mit 6, 7, aber irgendwann macht es jeder. Ja? Und so, also, jetzt haben sie alle weggesperrt, damit sie lesen und schreiben lernen, und dennoch geht diese Rate, Analphabetisierungsrate wird immer schlechter. So, stimmt denn das überhaupt, dass früher niemand lesen und schreiben konnte? Das stimmt ja so gar nicht. Und das ist auch schon in meinem Buch, sämtliche Quellen dazu. Und das wollten vor ein paar Jahrzehnte Forscher wissen. Und da wurde ein großes USA-europaweit übergreifendes Forschungsprojekt. Wie stand es überhaupt um die Alphabetisierungsrate am Beginn der industriellen Revolution aus? Also bevor das breite Massenschulwesen in Europa durchgesetzt wurde, also vor rund 200 Jahren. Ja? Dort konnten bereits
Damals konnten schon bereits 80% der Menschen, ob sie es gebraucht haben oder nicht, lesen und schreiben, im Sinne einfach, dass ich mal lesen, schreiben konnte. Ja? Also auch ein Bauer, der halt dann aufs Amt oder irgendwo hin musste, konnte den Text, den man ihm vorgegeben hat, lesen. Ja? Er hat vielleicht nicht 100 Bücher gelesen und er konnte schreiben. Ja? Also die Menschen waren bereits zu diesem Zeitpunkt alphabetisiert. Das war nicht Sinn und Zweck, die Schulzeit auszudehnen. Das war durch die industrielle Revolution. Da will ich jetzt noch weiter eingehen. Ja? Und warum das von und jetzt liegen wir wieder seit Jahren in vielen westlichen Staaten, europäischen Staaten, bei einer strukturellen Analphabetisierungsrate von 18 bis 20%. Das hatten wir vor 200 Jahren auch. Und das ist der eigentliche Wahnsinn ist, über den niemand nachdenkt. Wir sperren jetzt inzwischen unsere Kinder vom ersten Lebensjahr, manche geben sie auch schon mit 6 Jahren weg, bis zum 18. Lebensjahr. Und dann kommen Menschen heraus, die dieses System, das angeblich die Menschen bildet, die strukturelle Analphabeten sind, zu 18 bis 20%. Also genau zu der Zeit, wo ungefähr 50% der Bevölkerung ab dem 6. Lebensjahr, viel erst ab dem 10. Lebensjahr, und nur halbtags in die Schule gegangen sind. Können Sie das näher definieren, Herr Hüter, was genau das bedeutet, struktureller Analphabetismus? Also ich oder die meisten Leute werden sich darunter vorstellen, dass wenn man so einer Person jetzt eine Seite vorlegt und sagt, lese mir das da vor, dass die dann das gar nicht kann, dass sie keinen einzigen Buchstaben kann, dass sie nicht weiß, was sie mit dem Stift machen soll, wenn sie ihn in die Hand nimmt. Wie Nein, kann man sich das das vorstellen? ist damit nicht gemeint, sondern damit ist Okay. gemeint, dass sie nicht entweder einen Text nicht ganz erfassen können oder dass sie zum Beispiel nur einzelne Wörter gut lesen können. Ja, dann ist ja bei jedem Text kommt ja auch dazu, sie müssen ja nicht nur lesen können, sie müssen ja auch gleichzeitig das für uns selbstverständlich auch verstehen, was da steht. Ja, sogenanntes sinnerfassendes Lesen. Ich kann ja auch jemanden dazu bringen, dass er vorliest, ohne dass er versteht. Das ist richtig. Ja, gut, Gut, es ist bei der das ist Maschine, es es gibt hat aber aber, ja, das ist Es gibt ja, Maschine, Herr ja, Hüther, es es gibt. gibt ja auch Leute, die können perfekt vorlesen, gut vorlesen und verstehen nicht, was da steht. Ja? Also wenn Sie mir, keine Ahnung, über Physik oder über irgendein Spezialgebiet einen Text geben, von dem ich keine Ahnung habe, dann lese ich Ihnen vor, was dort steht. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ja, und dann, es gibt ja auch noch Legasthenie und etc. Ja, es gibt ja auch, jeder Mensch ist nicht gleich. Es gibt ja auch Defizite, die manche Menschen haben. Ne? Ich kenne selber einen sehr, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil ich kenne ihn einfach auch privat, einen sehr renommierten Neurowissenschaftler. Ne? Der hat sich durchgeschummelt durch das Schulsystem bis 18, 20 Jahre. Der konnte nicht ordentlich. Das war Katastrophe. Aber Gott sei Dank war damals das noch ein bisschen anders. Ja. Der hat dann später der hat dann ein Doppelstudium gemacht, zweifacher Doktor, glaube ich, mit alles durch. Jedenfalls ein ganz, ganz renommierter, anerkannter deutscher Neurowissenschaftler. Das Problem ist nicht, ob jetzt manche Kinder sich leichter oder schwerer tun, sondern das Problem ist, dass die Schule behauptet, da drin würden die Menschen lernen sie lesen und schreiben. Und dazu sei die Schule notwendig. Und wir jetzt inzwischen, die raten die Analphabetisierungsrate auf die strukturelle war nämlich in den 70er Jahren bei sage und schreibe 2% herunter. Das heißt, wir gehen ja kontinuierlich, obwohl wir immer länger und immer mehr Zeit Kinder in diesen Einrichtungen verbringen, kommen wir zu einem immer schlechteren Ergebnis. Und genau das ist das Problem. Es fehlen die Freiräume, es fehlen die Möglichkeit des Kindes, Eigenerfahrung zu machen oder des Menschen. Es fehlt eben, so wie den Da Vinci, ja, einmal zu probieren, ja, Elon Musk, ja, in Deutschland ja gerne auch ein Feind wählt, ja. Da sollten mal alle, die sich umfragen, wie entstehen innovative Menschen, der hat ja eine Biografie, eine autorisierte, schon vor Jahren herausgegeben.
gegeben. Der hatte halt Eltern, die haben das durchgehen lassen. Der hat ja schon in der Garage, im Hof seines Autos mit Sprengstoff experimentiert und Raketen in die Luft gejagt. Ja? Wie er selber schreibt, glücklicherweise ist nie was passiert. Heute, ich habe 3 Jahre in Deutschland gelebt bis 2020. Wir haben eine Generation von Eltern, wenn die mit ihrem Kind auf den Spielplatz gehen und es steigt auf ein 1,5 Meter hohes Klettergerüst und drunter ist 30 cm Rindenmulch, dann sagen die bitte, pass auf, dass du nicht runterfällst. Korrekte. Wir ziehen doch schon zu langen Kindern nur noch dazu, dass sie A funktionieren, gehorchen, dass sie das ausführen, was entweder schon fertig ist, vorgegeben ist, oder was wir glauben, was richtig ist. Aber ein Land wie Deutschland, das ja auch einmal, das betrifft natürlich auch andere Länder, genauso Italien etc., ne, führend in Wissenschaft und Ökonomie und auch Innovation war. Ich will jetzt nicht, kann ich erst die vielen Deutschen, auch Rudolf Diesel, ich sage mal ganz zynisch, und Co. sind, haben das Butterbrot von ihren Müttern geschmiert bekommen und sind nicht in 6 Monaten in die Krippe gegangen. So entstehen nicht gebildete, wissbegierige Menschen. Die Art und Weise, wie wir im Namen von diesem Neoliberalismus, im Namen des Konsumismus, Kinder heute generell aufziehen und sozialisieren, führt zu normopathischen, im Selbst bestätigten Menschen, die perfekt Befehle von oben ausführen können. Ja, so kriegen wir Lauterbachs und Co. Aber was wir so, wie wir leben derzeit, nie wieder bekommen werden. Das sind Goethes, Humboldts, Da Vincis, Diesels, und Co. Das betrifft ja nicht nur die Wirtschaft. Wir sind eine Intelligenz- und Exzellenzfeindliche Kultur geworden. Es geht nur Ganz noch um klare den Worte, ja. Konsumismus. Und der springende Punkt, wenn jetzt manche in Deutschland vielleicht glauben, ja, da müssen wir nur noch mehr Druck auf Kinder ausüben, eben nicht, so entstehen nicht Wissenschaftler. So entstehen keine Erfinder. So nicht. Sie müssen sich mal vorstellen, Sie haben ja mit Finanzen ja auch zu tun, Herr Hopf. Ja? In den letzten 70 Jahren ist in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, also vor allem seit den 60er, 70er Jahren, hat Europa, ne, wenn man von Innovation spricht, dann gibt es sogenannte Breakthrough Innovations. Das heißt, das sind so herausragende Innovationen, die sozusagen nicht nur kulturell, sondern weltweit, zum Beispiel die Erfindung des Rades, der Buchdruck, ja, also bis hin zum Internet dann, ja, als letzte große. Das sind alle, der Motor, ja, das sind alles. Dampfmaschine. Dampfmaschine, das sind alles sogenannte Breakthrough Innovation, die ja nicht nur die das Denken, die das Leben, die alles mehr oder weniger verändert haben. Ja? Und, aber wenn Sie da mal genau nachschauen, sich damit beschäftigen, ja, wie entstehen solche Menschen, ja, das entsteht eben durch Kohärenz. Das heißt, diese Menschen wachsen in einem Umfeld starker, wohlwollender Beziehungen auf. Ja, ob zu Eltern, Lehrern oder was auch immer. Ja, also das heißt, da geht es um wohlwollendes Verhältnis, nicht belehrendes Verhältnis. Ja, und sie konnten vor allem lange Zeit einmal sich selber mal entdecken und die Welt ein Stück weit selber entdecken und dann mal selber Fragen zu stellen. Sie müssen sich vorstellen, wissenschaftliches Faktum, wenn ein Kind, wir wollen ein Schulsystem, bis zum 4. Lebensjahr stellt ein Kind bis zu 400 Fragen am Tag.
Und die meisten Kinder heute, wenn sie schon aus der Kita rauskommen, stellen kaum mehr Fragen. Der Mensch will lernen, er will wissen. Die Schrift wurde vor 5000 Jahren von den Sumerern erfunden, außerhalb einer beschulten und gebildeten Gesellschaft. Und Gates, Jobs und Co., die großen Pioniere der sogenannten digitalen Revolution, sind auch analog aufgewachsen, haben zuerst einmal in Dreck und Gatsch gespielt. Ja, Herr Hüter, Sie hatten gerade die Kita angesprochen. Das ist ein weiterer Punkt, einen sehr, sehr wichtigen, der mir unter den Nägeln brennt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz abschließend sagen, was mir aufgefallen ist: Wir Deutschen tendieren ja immer zu Extremen. Das damalige Extrem war hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder. Und Sie sagen jetzt, das heutige Extrem, wir erleben es ja alle mit, ist quasi das Gegenteil von der Härte. Pass bitte auf, vorsichtig sein. Bei den Bundesjugendspielen wird der Sieger abgeschafft, damit sich nicht einer irgendwie verletzt fühlt, falls er den dritten, vierten oder fünften Platz hat. Also genau wieder ein anderes Extrem von dem harten Menschen, der sich durchsetzt, zum total Verweichlichten, der am besten gendert und niemand anderen verletzen soll. Ich habe jetzt aber eine sehr, sehr wichtige Frage an Sie. Welche Interessengruppen in Deutschland sind daran interessiert, kleine Kinder bereits im Kindergarten einer Frühsexualisierung zu unterziehen, sie zu indoktrinieren, es gäbe 70 verschiedene Geschlechter? Auch Masturbation in Kitas, die Sie gerade angesprochen haben, wird zum öffentlichen Thema. Ich möchte da mal ganz kurz etwas zitieren. In einem enthusiastischen Beitrag berichtet der Beke-Kurier der Monatszeitung für die Region am Teltow-Kanal über das Konzept, das die Sozialpädagogin Anke Sieber von Dreist e.V., da ist Nomen est Omen, dem Kita-Eigenbetrieb Menschenskinder in der Stadt Teltow in Brandenburg beibringt. Zitat: Die Kinder bis 6 Jahre sollten an das Thema Masturbation herangeführt werden, auch indem man geschützte Räume in der Kita schaffe. Man möge das für einen geschmacklosen Satz und Scherz halten, aber die Damen meinen das bitter ernst. Das sind Was aber passiert eine, hier? das ist so hoch, mit Verlaub, ich bin jemand, der also sehr vorsichtig ist. Ne? Bei meinen, auch im Privaten, ja, auch bei öffentlichen Auftritten selten versucht, überhaupt zu urteilen und wirklich einfach versucht, nur Befunden und Analysen darzulegen. Aber das, was Sie hier gerade ansprechen, das ist krank, das ist eine hochpathologische Entwicklung. Und mehr Sorgen macht mir nicht diese einzelnen Personen in den Einrichtungen, die allen Ernstes da im Prinzip hier Kinder missbrauchen. Das ist eine Form von Missbrauch. Es gibt verschiedene, gerade Kinder kann man so leicht für was missbrauchen. Und mich erschreckt vielmehr in Deutschland, wie gering auch von Seiten der breiten Masse unter Anführungszeichen von Eltern hier der Widerstand vorherrscht. Denn das Absolut. Problem ist doch nicht diese Personen, die das machen, der Kinder, sondern dass sie es machen können. Korrekt. Korrekt. Und da sind wir Korrekt. bei Gehorsam und Ungehorsam. Ich kann ja nein sagen. Es gibt, ich glaube, es war Arendt, der mal gesagt hat, es gibt kein Recht auf Gehorsam. Ja, das ist einmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass da, sage ich jetzt einmal von ja auch internationalen Einrichtungen, ja, also ich kenne ja auch die Papiere von der UNESCO, sämtlichen großen sogenannten Herren westlichen Ideologien zum Thema Frühsexualisierung, das ist Wahnsinn, was da passiert.
Ja, ich denke mal, wir gehen. Wir haben immer ungebildete Faktum. Das Bildungsniveau in Europa nimmt seit Jahren, tendenziell seit Jahrzehnten ab. Uns überholen technisch, ökonomisch eine ganze Menge Länder weltweit in Affentempo. Ja. Und da hat eine Kultur, der sogenannte Westen, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, wenn auch Deutschland das am massivsten leider umgesetzt und praktiziert wird. Aber diese Geschichte der Sexualisierung wird in anderen europäischen Ländern genauso probiert, nur spielen da die Leute weniger mit. Theoretisch würde es hier in Italien auch, und das ist ein Familienland, also wie meine Kinder, und das spielen wir einfach nicht mit. Und da spielen aber schon mal die Pädagogen nicht mit. Ja? Sollen die halt umbeschließen, was auch immer, aber machen wir nicht fertig aus. Ja? Weil sie So, aber aber rück. Rückgrat haben, Herr Hüter. Diese Menschen haben Rückgrat und wir sind ein Volk an rückgratslosen, verweichlichten, ja, obrigkeitshörigen Menschen, die einfach alles mitlaufen, mitmachen. Da wird zwar getuschelt, das finden wir nicht gut, aber diese richtige Entrüstung, ja, dass man sagt, wer steht dahinter? Welche Art von Mensch sind doch die einzigen, die daran interessiert sind, Kinder früh zu sexualisieren, und das sind pädophile Menschen, ist doch ganz logisch. Wenn ich nicht pädophil bin, dann habe ich kein Interesse daran, ein Kind früh zu sexualisieren. Bin ich es aber, dann habe ich ein gesteigertes Interesse daran, mir eine ganze Armee an sexuell gestörten Kindern heranzuziehen, um mir dann meine Sexualutopie irgendwann zur Realität werden zu lassen. Es mag jetzt vielleicht irgendwie, ja. Ich halte das nicht für allzu abwegig. Ja, Herr Hopf, es steht Ihnen natürlich die harten Worte zu. Ja, ich möchte nicht ganz so hart über Ihr Land und über die Deutschen sprechen. Ich habe dort auch sehr viele, in den 3 Jahren, die ich damals in Leipzig gelebt habe. Aber Osten ist unter Anführungszeichen dann doch noch mal ein bisschen etwas anderes. Ja. Aber ich habe dort Jawohl. sehr gern gelebt und ich habe in den vielen Jahren, mein Buch ist ja interessanterweise jahrelang vor allem in Deutschland Bestseller gewesen. Ja. Jawohl. Ich habe dort sehr, sehr viele wunderbare Menschen kennengelernt. Ja. Ich sehe bei Deutschland neben dem sicher der Gehorsamsproblematik, die wir ja schon gesprochen haben und die Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, ein anderes großes Problem, das natürlich auch andere Länder haben. Das ist, ich denke mal, anstatt weiter so viel Zeit mit Kritik zu verbringen, es fehlt ein Zukunftsdialog. Es fehlt in den Deutschen durch alle Schichten durchgehender Zukunftsdialog. Wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Und wie wollen wir nicht wieder eigentlich die Souveränität und die Macht zurückerlangen? Ist doch die eigentliche Frage. Ja? Wollen wir das Monopol zum Beispiel auch der Bildung beim Staat belassen? Jetzt stellen Sie sich einmal vor, ein hypothetisches Beispiel. Ja? Ich bin ja dafür, dass ja das Bildungsmonopol wieder zurückgeht an die Menschen, die verantwortlich sind für die Bildung. Ja? Nämlich in erster Linie die Eltern. Weil jeder Elternteil will von Natur aus grundsätzlich einmal, wenn nicht schwere Störungen vorliegen, dass das Beste wird aus seinem Kind. Und glauben Sie, Herr Hopf, ja, Eltern hätten jetzt, alle Eltern, ja, Pädagogen und alle, die mit Bildung zu tun hätten, kriegen die 800 Euro, die jedes Kind pro Monat dem Staat kostet, selber in die Hand. Und die würden sich selber Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, wie auch immer, schaffen. Glauben Sie, dass dort dann Frühsexualisierung am Programm stehen würde? Nein. Nein, wahrscheinlich Also die nicht. Außer Frage. auch hier, außer auch hier. Es gibt ja auch Kitas, bei denen diese Trans-Kitas. Es gibt einen gewissen Kreis in unserer Bevölkerung, der wahrscheinlich deutlich höher ist, als wir uns das selbst zugestehen wollen, die eben eine krankhafte Neigung haben. Und diese Menschen sind daran interessiert. Alles andere wäre ja auch Abwegung. Ja, wenn ich pädophil bin, dann will ich möglichst viel
dann will ich möglichst viel Potenzial an der jungen Bevölkerung haben, das mir meine sexuellen Wünsche auch erfüllt. Ja? Ich will nicht die ganze Zeit nebulös befürchten müssen, dass ich auffliege. Ich möchte am liebsten ein Umfeld haben, das das akzeptiert und auch noch für gut hält. Und wenn ich die Kinder früh sexualisiere, dann bekomme ich sie ja vielleicht dazu, dass sie ganz offen dieser Sache gegenüberstehen. Das jetzt auch mal meine Worte dazu. Ja, aber ich kann sie auch, aber auch die Menschen ja jetzt schon. Warum hat überhaupt die westliche Welt so eine Präposition zu Pädophilie? Und das hat sie wohl schon, da kommen wir mal, also mal zu Frühtraumatisierungen. Wir sperren ja alle gerne, in den letzten Jahrzehnten hat es ja halbwegs gepasst. Wir geben ja auch hier nirgendwo in der westlichen Welt, geben wir so früh und solange unsere Kinder aus die Eltern, aus der eigenen Obhut. Nachdem mein Buch 2018 erschienen war, in Deutschland, ein halbes Jahr später, hat eine Kita-Leiterin, eine Deutsche, zuerst anonym, inzwischen kenne ich sie persönlich, mir ein Mail geschrieben. Hat sie gesagt, das ist super toll und wichtig, aber in Wahrheit ist alles noch viel schlimmer. Sie hat gesagt, in den meisten Krippen oder Kitas damals schon, also 2019, ist es so, dass die Kinder, ja, weil es zu wenig Personal gibt, den ganzen Tag lang irgendwo in einem Raum liegen und schreien. Wir reden jetzt von den eigentlich Kindern, von den Kleinkindern, von den Babys. Mhm. Es sieht niemand. Und wenn ich das jetzt einmal konsequent weiterdenke, alle Problemfelder, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Herr Hopf, nochmal nur angesprochen haben, liegt doch daran, dass wir die Verantwortung des Menschen an andere abgegeben haben. Das mag historisch betrachtet eine gewisse Zeit vielleicht auch notwendig, gut oder was auch immer gewesen sein, aber ist es so in breiter Masse und kollektiv wirklich noch notwendig? Sollten wir doch nicht einfach die, ich glaube, Sie sind ja auch Vater, wir alle uns Gedanken machen, ob wir uns eigentlich nicht wieder die Erziehung unter Anführungszeichen des Menschen wieder selber übernehmen und die Bildung. Sie haben mir bei dieser Entscheidungsfindung heute sehr, sehr geholfen, was dieses Thema angeht, Herr Hüther. Und ich glaube, das schreiben Sie das mal in die Kommentare rein an die lieben Zuschauer. Ich fand, mir hat das extrem viel gegeben, was meine persönliche Entscheidung angeht, was die Entscheidungsformung angeht, wie ich in Zukunft mit meinem Kind durchs Leben gehen möchte, mit meiner Familie. Haben Sie mir heute einen sehr, sehr tiefen Einblick, sowohl faktenbasiert als auch auf der emotionalen Ebene gegeben, darüber wirklich mal mir Gedanken zu machen, wie will ich damit eigentlich in die Zukunft gehen. Ich weiß nicht, ob die Menschen kollektiv bereit dazu sind, diesen Weg zu gehen. Ja, das ist ja schon eine innere Revolution, die man dann machen muss, sich dem zu widersetzen, was das bisherige Narrativ ist. Meine Abschlussfrage an Sie, Herr Hüther. Wir befinden uns jetzt gerade mitten in den Weihnachtsfeiertagen, dem Fest, an dem die Christen feiern, dass Gott vor 2000 Jahren als kleines Kind auf die Erde gekommen ist, um der Welt Frieden zu bringen, also der Sohn Gottes. Was glauben Sie, ist das größte Geschenk, das Eltern heute ihren Kindern zu Weihnachten oder im neuen Jahr machen können? Vielleicht einmal ihrem Kind zu sagen, du bist genau richtig, wie du bist. Ja. Nicht, was es können soll, was es falsch macht, sondern mal auf Augenhöhe sagen, es ist schön, dass es dich gibt, so wie du bist. Ja, sehr wichtige Worte. Die Liste könnte man erweitern, aber ich möchte es dabei belassen und ich möchte abschließend nur noch auf Ihre vorletzte Aussage, weil Sie meinen, das wäre im Denken irgendwie revolutionär. Ich bin Historiker. Alle großen Veränderungen, also die Masse, es ist auch jetzt gar nicht egal, wie viele Menschen jetzt konkret morgen was auch immer tun.
Alle großen positiven Veränderungen, nicht die negativen, Kriege, Faschismus, alle großen positiven Veränderungen der Menschheitsgeschichte, auf denen wir ja auch noch aufbauen, für unseren Wohlstand haben Jahrzehnte, für unseren Frieden, unseren sozialen, für unsere Freiheiten haben Jahrzehnte, Jahrhunderte Menschen gekämpft, mal zur Erinnerung. Und alle positiven Veränderungen, die wir auf heute noch haben, haben zuerst einmal im Kopf, im Bewusstsein stattgefunden. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe mit dem Zukunftsdialog. Wollen wir so weitermachen wie bisher? Und wenn dann nein, dann nicht mehr aufhören, trotzdem noch einmal wehen zu gehen und sich zu ärgern. Und das X-te, wie blöd die doch alle oben sind. Wie wollen wir in Zukunft leben? Und da wären wir bei Visionen und Utopien. Weil das ist das, was ein Einstein und ein Goethe und die alle hatten. Die Zeiten waren damals nämlich auch, gab es auch Krieg und alles Mögliche. Aber die haben sich davon nicht lange beirren lassen, sondern haben gesagt, okay, aber wie können wir eine humane, fortschrittliche oder was auch immer für eine Welt schaffen für alle Menschen? Das ist das Einzige, was es nicht nur in Deutschland, genauso in Österreich oder in dem Land, wo ich lebe, in Italien, braucht. Einen Zukunftsdialog. Ganz herzlichen Dank, Herr Hüter. Wenn Sie, liebe Zuschauer, das Ganze interessant finden, gerne mehr erfahren wollen über ja, die Lehren von Herrn Hüter und was er schon an Büchern verfasst hat, wir werden das alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort finden Sie seine Bücher. Sie finden auch eine komplette Quellenangabe über die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Herr Hüter, ich fand das sehr erhellend, sehr spannend und es hat mich auch in meiner persönlichen Entscheidungsfindung auf die Zukunft. Ich habe einen neugeborenen Sohn, der ist noch weder noch in der Kita noch im Kindergarten oder sonst wo, aber mir sehr weitergeholfen, eine klare Sicht zu haben, wie ich später einmal mit meinem Kind durchs Leben gehen möchte. Da möchte ich Ihnen ganz herzlich dafür danken. Und ich danke für die Einladung. Danke sehr.